It's me, Mario. Und damit seid gegrüßt, meine lieben Zwerge, Gnome, Hobbits und Einladung zu einem neuen Part Pokémon. Nein, zu einem neuen Part Mario 64 mit dem Zwergenfürst. Hier haben wir noch eine Sache zu erledigen. Die springen wir direkt mal an. Die gehen wir nicht an, die springen wir an. Hier geht's rein. Mario geht in die Luft. Ja, genau das haben wir heute vor. Das noch schnell erledigen und dann geht's in die nächste Welt. Auf geht's, Mario. Ja, was genau sollten wir hier denn nochmal machen? Ich hatte es wieder vergessen. Was war die Quest? Mario geht in die Luft. War das nicht irgendwas mit den Blöcken dort? Mit den roten Blöcken, die man eigentlich nur machen konnte, wenn man die Blume hier hat. Stimmt, ja, da war ja was. Ja. Kann das sein? Kann das sein, dass das so war? Na gut, dann halt nicht. Dann gehen wir erstmal andere Kurse an und schauen dann, wie es weitergeht. Dann betreten wir erstmal diesen Kurs hier. Die Tür fühlt die Macht der Sterne und öffnet sich langsam. Und dann halt heute in dieses Gemälde rein. Yippie-yay-yay. Ja, Wumps, Wuchtwahl. Besiegen wir also Wumps. Und das war schon der rote Held. Der Held in rotem Anzug. Genau gesagt, im blauen Anzug und roter Kappe. Hallo, willkommen bei den Lakito-Nachrichten. Unser Held ist gerade dabei, eine Technik zu erlernen, sich an Gegner heranzuschleichen. Aus Augenzeugen sagen, dass der Trick darin besteht, langsam zu gehen und wie wir bereits berichteten, kann unser Held den Touchscreen verwenden, um langsam zu laufen. Oder halt einfach langsam laufen mit dem Steuerkreuz. So geht's auch. Hier haben wir was. Eine Eule. Die können wir gleich wecken. Oder halt auch keine Eule. Vielleicht kommt die erst später dazu. Hier haben wir eine Piranha-Pflanze. Ja, auch gut. Auch schön. Wir wollen aber nach oben. Ganz nach oben auf die Spitze des Berges. Das machen wir am leichtesten, wenn wir hier lang gehen. Hui! Das dürfen wir natürlich hier nicht runterfallen. Und nicht von Wumps getroffen werden. Und das ist das Wumps. Ist das Wumps oder ist das Wumps? Ich bin mir da nicht ganz sicher. Jedenfalls können wir hier weiter uns an der Piranha-Pflanze vorbeischleichen, wollte ich gerade sagen, aber ist eher vorbei rennen. Und hier auch schnell rüber. Da wäre es steil bergab gegangen, wenn wir da nicht rechtzeitig drüber gekommen wären. Rote Münzen gibt es ja auch wieder. Die können wir wohl auch noch einsammeln. Wow. Schnell darüber. Nein, verdammt. Verfehlt. Zum Glück ist hier ein Auffangbecken, ein Wasserbecken, dass wir reinfallen können. Dann würden wir da runterfallen. Das ist nicht gut. Und hier ist eine Map, aus der können wir wirklich rausfallen. Für alle, die das Spiel nicht kennen, man kann ja aus der Map fallen und dann ist das Level vorbei. Ach, verdammt, was ist denn hier los? Falle ich denn hier schon wieder runter an das Auffangbecken? Stell mich auch blöder an, als ich bin. Das ist wirklich jetzt hier mal ein bisschen kritisch. So, da geradeaus. So, ist doch ja nicht so schwer. Und hier langsam rüber. Ich sagte langsam rüber, meine Güte. Mario, was machst du denn? So spielt das Spiel hier gar nicht. Du musst doch nur da hochkommen. Och, meine Fresse. Ich komme nicht hoch. Ich komme einfach den Berg nicht hoch. Das ist dumm, um einfach Berge zu besteigen. Naja. Ist halt einfach so. Passiert beim Let's Play manchmal.
dass man sich ein bisschen dümmer anstellt, als man eigentlich ist. So schwer ist das Spiel ja jedoch gar nicht. Kann man, glaube ich, alles hinkriegen. Ist alles machbar und realistisch. Wow. Und da jetzt nicht runterfallen. Mach keinen Scheiß, Mario. Och Mensch, ist doch nicht dein Ernst. Ist doch nicht. Nein, du wirst jetzt hier nicht sterben, Mario. Nein, wirst du nicht. Du wirst jetzt da hochgehen und Wumps besiegen. Auch wenn das jetzt hier den ganzen Tag dauert und die ganze Party für sich beansprucht. Und da kriegen wir schon irgendwann mal hin. Och nee, och komm schon. Was ist denn hier heute los? Was ist denn mal los? Wollte ich hier extra mal ein paar Pokémon. Quatsch. Pokémon 64, ja. Mario 64, ihr merkt schon, ich bin noch in Gedanken bei Pokémon. Das wollte ich auch nochmal sagen. Obwohl, ja, eigentlich sollte ich es auslassen. Weil es ja ein bisschen unprofessionell hier von anderen Projekten zu reden, während man hier das andere Projekt spielt. Aber ja, ich spiele es, ja, spiele diesen Part heute hier, weil ich mich ein bisschen entspannen wollte. Weil in Super Mario, genau. Weil in Pokémon die Top 4 jetzt ansteht, in Pokémon Ultramond die Top 4 ansteht, wird es dort ein bisschen kniffliger und ein bisschen unentspannter. Deshalb wollte ich eigentlich mal bei Mario 64 ausspannen und mal ein bisschen was Entspannteres machen. Weil ich brauche da wirklich Kraft und Energie für. Das ist wirklich gerade knifflig. Ich bin total sauer. Wir haben eure Häuser gebaut. Eure Schlösser. Wir geben eure Straßen. Und doch tretet ihr uns mit Füßen. Und habt ihr euch jemals bei uns bedankt? Nein. Daher werden deine Schuhe keinen schmutzigen Abdrücke mehr auf mir hinterlassen. Ich denke, ich werde dich einfach so aus Spaß und der Freude in den Boden stampfen. Hast du ein Problem damit? Dann versuch doch, mich aufzuhalten, du Würstchen. Ha! Na dann, ich werde versuchen, mich aufzuhalten. So schwer wird das nicht. Da drauf. Hui. Nummer 1. Den ersten Sprung haben wir hier geschafft. Man kann sogar unter seinen Beinen durch, wie ihr gerade gesehen habt, beim ersten Versuch. So, Nummer 2. Einmal müssen wir noch drauf springen, dann haben wir den. Gar nicht so schlimm. Da sind wir unter ihm gelandet. Das sollte dann doch nicht passieren. Dann geht's Mario nicht mehr so gut. Dann ist er ganz gar nicht. Sprechen kann er auch nicht mehr. Dann ist er geplättet. Was denn los, meine Fresse? Ich war schon fast darunter weg. Okay, wir dürfen uns nicht nochmal treffen lassen. Zack. Das war knapp daneben. Nein, das war nicht knapp daneben, das wäre fast daneben gewesen. Nein, schon wieder den Erdboden gleich gemacht. Ich bin doch nur ein harmloser Kopfstein. Jetzt fange ich auch noch an zu stottern. Stottern. Jetzt fange ich auch noch an zu schottern. Stottern. Du hast gewonnen, also gehört das hier dir? Ein Stern, der erste Stern in diesem Kurs. Ein Stern, der meinen Namen trägt, wo Mario draufsteht. Was? Da waren es schon ganze 5 Sterne. Highscore. Ja, das Level haben wir noch nicht gespielt, also kann ja nur Highscore sein. Und weiter geht's direkt wieder rein. Jetzt gleich steigt dem Fort aufs Dach als nächste Quest. Das machen wir doch. Wir steigen dem Fort aufs Dach. Können wir jetzt hier die Eule aktivieren? Ich würde aber eine Eule drin. Oder gibt es die erst später? In einer späteren Quest. Ich glaube, da war eine Eule drin. Wenn ich mich nicht komplett irre, war da wirklich eine Eule drin. Und hier kommen auch hochsteigen. Da habe ich es mal demonstriert. Ach, hier diese Ebene. Gar nicht wieder runterfallen. Kennen wir ja, Mario. Wie gerne du da runterfällst. Wissen wir ja. Wir müssen trotzdem da jetzt lang. Ach, Mann. Boah.
Da wäre noch fast wieder runtergefallen. Hatte schon Angst. Ganz langsam rüber. Nicht die Piranha-Pflanze. Wacken. Und auch nicht runterfallen. Wacken mit Ä. Ist das Wacken mit E? Ist richtig geschrieben. Moment, ich war nicht der Beste in Deutsch. Warte, wie wird das nochmal geschrieben? Jo, ich bin ratlos. Zwergis Grammatikprobleme, Rechtschreibungsprobleme. Und da ist ein Turm auf einmal aufgetaucht. An die Stelle, wo vorher der liebe Wumps sein Unwesen getrieben hat, ist jetzt ein kleiner Turm. Ein kleiner Turm. Ja, ja, mittelmäßig. Es gibt größere Türme auf der Welt. Na, klein kann man den nicht wirklich nennen. Ist ein kleines Türmchen, doch ist schon irgendwie. Im Vergleich zu anderen Türmen. Auch im Spiel relativ klein. Im Vergleich zum Berg noch viel kleiner. Was? Huh, habe ich fast nichts gesehen. Dieses Brettchen können wir, glaube ich, mit Wario sehr einfach und sehr leicht beseitigen. Da sind wir oben und da sehe ich schon einen Stern. Den greifen wir uns oben auf dem Dach. Das ging ja schnell. Da waren es schon 5. Nein, 6, oder? Wie viele haben wir jetzt? Wie viele Sterndinger? Müssen wir mal nachgucken. Du hast 12 Powersterne gefunden. Steht dir die Tür mit dem großen Stern offen. Und Bowser ist auch nicht mehr fern. Hat Toad nicht gerade die Prinzessin um Hilfe gerufen? Mario! So ungefähr. Und wie sieht's aus mit dem Licht im Saal? Das bräuchte ich viel lieber. Das bräuchte ich viel eher. Das Licht hier in der Mitte, das heißt... Nein, das ist noch nicht aktiviert. Verdammt. Und dann gehen wir hier nochmal rein und holen uns noch ein paar Sternmünzen. Ich hörte, das wird sich aktivieren, wenn man dann noch ein paar Sternmünzen dazu kriegt. Ein Schuss ins Blaue. Dann schießen wir mal ins Blaue. Mario, du schießt jetzt ins Blaue. Auf geht's. Und der übliche Test nach der Eule. Da ist die Eule, genau. Und ich dachte schon, ich bin hier falsch. Wer ist da? Wer stürzt mich in meinem Schönheitsschlaf? Die Sonne scheint. Ich sollte eigentlich tief und fest schlafen. Aber da ich jetzt einmal wach bin, wie wäre es mit einem kleinen Rundflug? Drücke im Standardmodus B, um dich festzuhalten. Willst du loslassen? Lass einfach den Knopf wieder los. Ich bringe dich hin, wo immer du auch hin willst. Und so weit uns meine Flügel tragen. Achte auf meinen Schatten und greif zu. Ich nenne dich jetzt Blackie. Die Ölle nenne ich jetzt Blackie. Ja. Blackie, die Eule, die mir weiterhilft. Ja, sehr originell, ich weiß. Ein Schuss ins Blau. Das heißt, ich muss da unten hin. Ich weiß, was ich machen muss. Und dazu hat die Eule eigentlich gar nicht gebraucht, aber... Ja, gut, ich kann mich ja in die Richtung bringen lassen. In den richtigen Punkt, wo ich hin muss. Okay, das ist, glaube ich, ungefähr nicht hier. Hier auch nicht. Auf der Seite, wo wir gerade vorbeigeflogen sind. Vorsicht, nicht über den Abgrund fliegen, weil sie könnte gleich loslassen. Dann nur ordentlich am Arsch. Huh, meine Flügel sind völlig ausgeleiert. Du solltest weniger Pasta in dich hinstopfen. Das war's für heute. Lass B dann los, um abgesetzt zu werden. Bis zum nächsten Mal und nimm das bis dahin etwas ab. Okay, ja. Ja, hätten wir uns auch sparen können. Die Aktion hier. Ja, dann gehe ich mal hier hoch. Ich hoffe, das ist richtig tot. Hui. Ich dachte, ich wäre eingeklemmt. Ich dächte. Na komm, runter, jetzt darfst du hier mal fallen. Superior. So, Münzchen einsammeln. Und Schuss ins Blaue. Ich muss von hier aus geschossen werden. Kannst du die Honolulu-Haubitze, nicht die Aqua-Haubitze, aktivieren? Hi, ich
Mach die Honolulu-Haubitze für das Brett. Vielen Dank, Bob-Omb. Pinges Bob-Omb. Brett zum Abschuss. Komm, hüpf hinein. Mache ich. Jetzt lasse ich mich mal schießen. So, Schuss ins Blaue. Und da muss ich hin. Da auf dieses Podest dort. Das heißt, ich muss ein bisschen höher schießen. Ich sag mal hier, wir müssen ins Blaue schießen, also wirklich da hoch. So. Ja. Knapp daneben ist auch vorbei. Uah, passt. Ah. Da sind wir aus der Map gefallen. Muss mal zu demonstrieren. Und so fällt man also aus der Map. Habt ihr es auch mal gesehen? Wurde es demonstriert. Und die Blackie, die nehmen wir jetzt nicht mehr zur Hilfe. Tut mir leid, Blackie, aber ich komme jetzt ohne dich aus. Vorerst hier. An dieser Stelle. So, Honolulu-Haubitze ist schon bereit. Springen wir rein. Ja, scheint so, als müssten wir ein bisschen höher. Ja, so vielleicht. Auf geht's. Ich will da nicht an dieser ich will weiter runter. Also der Mittelmaß. Das Mittelmaß, nicht der Mittelmaß. Ja, wo wir gerade von Grammatik geredet haben. Ja, die deutsche Sprache. Ich tue mich mit der deutschen Sprache manchmal so ein bisschen schwer. Ihr wisst Bescheid. Das ist halt, ja, ich lebe halt erst seit 20 Jahren in Deutschland. Bin hier geboren. Tut mir leid. Kann ja mal vorkommen. Fuck. Nein, nicht schon wieder runterfällt. Ach, verdammt, warum steht man immer auf dieser Kante und fällt da? Also so denken, Mama mia. Was macht dieser Zwerg da? Mit mir. Ja, ich weiß selbst nicht, wo ich hinschießen soll. Mal ein bisschen weiter nach rechts, damit ich nicht über die Kante kippe. Ach, da will ich nach rechts schießen und dann bin ich schon auf der richtigen Ebene. Aber kipp dann hier gegen die Kante. Mama mia. Was soll denn, Jungs, die werden Zwiegi. So, dann machen wir halt hier auf Risiko und dieses Level hier und dann... So, muss doch mal klappen hier. Als ob da eine unsichtbare Wand im Weg ist. Ah, diesmal sind wir nach rechts gekippt. Dankeschön, Spiel. Ach ja, guck mal, terrorisiert mich hier noch. So, jetzt mal rein da jetzt beim 25. Versuch mal irgendwas mal hinkriegen. Ja, muss ich halt auch noch nicht ausprobieren. Vielleicht schieße ich ein bisschen weiter unten, dann lande ich auf dieser Plattform da drunter. Oder auch nicht. Juhu! Ach Mann! Nasenbruch Nummer 165. Muss mal jemand mitzählen, wie beim Let's Play Markus. Mario Odyssey, sag ich nur. Nasenbruch. Nasenbruch, die erste Nasenbruch, die zweite. Offi. Irgendwann kriegen wir es auch mal hin. Das ist eine kleine Plattform, wo wollen wir drauf? Genau da wollen wir hinziehen. Ich war schon dicht dran. Irgendwann schaffen wir es. Ich weiß, es gibt auch noch knifflige Schussübungen hier. Oh, ja. So, jetzt vielleicht. So dicht dran vorbei. Mama mia. Habt ihr das gesehen? Ja, klar habt ihr das gesehen. Das war mal dicht. Das war. Aber hallo, 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 hallo. Das war wirklich nah. Ich versuch's mal hier oben. Ja, nice. Ich bin drauf. Endlich. Nach viel zu vielen Versuchen. Und runter. Da ist mein Stern. Den brauche ich, den will ich. Wow, war das für eine Arbeit. Was für eine Arbeit. Für so einen Stern hier. Hätte eigentlich sehr leicht. Hätte machbar sein können. Aber nö. Ich brauche da ein bisschen mehr. 13 Sterne haben wir schon. Nicht nur 6, sondern 13. Ich glaube 15 brauchen wir, um dieses Ding in der Mitte zu aktivieren. Da bleiben uns also noch 2, die wir brauchen.
Und holen wir zum nächsten Part, würde ich sagen. Wir haben hier ein bisschen was gemacht hier in diesem Part. Ich hoffe auch immer noch, das hier zu freizuschalten. Das ist dann so ein grelles Licht, da können wir dann hochgucken, dann kriegen wir die Flügelkappe. Kleiner Spoiler am Ende des Parts. Ja, Däumchen nach oben soll es euch gefallen haben. Lasst ein Abo da, wenn ihr neu auf meinem Kanal seid. Und ja, kein weiteres Video mehr in meinem... Ja, kein weiteres Video mehr, wenn ihr Zwangfest verpassen wollt. Habt noch einen angenehmen, frostigen Tag. Gehabt euch wohl und haut rein. Ich bin an meinem Schnitt und schneide das ganze Ding. Wir sehen uns. Haut rein. Gehabt euch wohl. Ciao, ciao.